Kapitel 5. Jetzt. Hallo Jack, hallo Jack, hallo Jack, Jack. Mein Name hallt wie ein fernes Echo in meinem Kopf nach. Ich halte inne, bin wie zu einer Salzsäule erstarrt und gehe den Gefühlen nach, die sich mit dem Klang jener vertrauten Buchstaben in mein Herz, in meine Seele bohren und dort einen Wirbelsturm aus Sehnsucht und Hoffnung hindurchfegen lassen. Jack! Ich lausche diesem fast überraschten Flüstern, erfasse jede Silbe mit meinem Hörnerv, gebannt, als würde ich diesen Namen, meinen Namen, der soeben über die Lippen jener Frau glitt, die ich kennen muss, zum ersten Mal hören. Als würde ich mich voller Erstaunen fragen, wer ist er, dieser Jack? Und welche Ströme des Schicksals erlauben es ihm, in dieser Sekunde seinen Namen aus dem Mund der Person zu hören, die zweifelsohne hinter ihm steht? Ich schließe die Augen. Mein Kopf dreht sich, mir ist schwindelig. Für einige Sekunden werde ich hinweggespült an einen Tag, nein, eine Nacht, sie mag gar nicht so lange her gewesen sein, in der die Welt aufging in einem Rausch aus Glückseligkeit. Dort sehe ich ein gellendes, silbriges Licht und dann ihre Augen. So tief, so unendlich tief, wie die Wellen des Atlantischen Ozeans. Das blonde Mädchen, das mir gerade noch von jenem Porträt an der Wand entgegenlächelte. Und dann ist da diese andere Person. Die, die alles zusammenhält. Die alles weiß. Die Person, die mich gerade gefunden hat. Fast genauso magisch, wie der Zauberer das Kaninchen in seinem Zylinder. Und natürlich, genau wie der Hase im Hut, kann auch das hier kein Zufall sein. Am liebsten würde ich dort ewig stehen, hier in diesem Licht der Erinnerung, das sich wie Gold um die Züge des blonden Mädchens legt und das Blau ihrer Augen noch mehr leuchten lässt. Es ist nur ein Impuls in mir drin, eine vage Stimme, die kontinuierlich flüstert. Dreh dich um. Doch möchte ich es herauszögern, dieses Gefühl in meiner Brust, das meine Lippen beben und meinen Puls steigen lässt. Es ist, als wäre ich hinabgetaucht durch die sich wiegende Oberfläche eines wispernden Meeres und würde nun zwischen den Wänden eines wunderschönen Korallenriffs hindurchtauchen. Ich bin so bezaubert, so hin und weg von dem, was sich vor meinen Augen abspielt und von den Gefühlen, die diese Bilder in mir auslösen, dass ich dadurch gar nicht mehr an die Wasseroberfläche zurück möchte. Dabei vergesse ich nur zu gerne, dass ich unbedingt Sauerstoff zum Atmen brauche. Sie ist noch nicht zurück! Höre ich Mrs. Stone sagen, doch ihre Stimme klingt stumpf und unendlich weit weg. Dann klirrt etwas, es müssen die Scherben der Kaffeetasse auf dem Boden sein, die Scherben, für die ich verantwortlich bin, weil meine Finger dem Gefühl der Überraschung nicht standgehalten haben, weil sie wohl ahnten, dass nun eine Person diesen Schauplatz betreten hat, die so einige Fäden in der Hand hält und der Schlüssel sein könnte zu so mancher Tore, die ich gerne geöffnet wüsste. Das ist nicht schlimm. Erwidert die Stimme, die in meinem Kopf jedoch immer noch kontinuierlich Jack, Jack, Jack ruft, als hätte sie nicht das Talent dazu, etwas anderes zu sagen. Ich habe jemanden viel Besseren gefunden. Woher wusste ich bloß, dass das eines Tages geschehen würde? Ich höre, wie die Person triumphierend auflacht. Es gäbe doch eigentlich keinen besseren Augenblick, um sich umzudrehen, oder? Dann, wenn man weiß, dass man von einem freundlichen Gesicht empfangen wird. Also nehme ich all meinen Mut zusammen und folge dem Ziehen unter meiner Brust, dem Gefühl, das mir nicht zum ersten Mal sagt. Vielleicht hat Effie doch recht. Vielleicht gibt es das Schicksal wirklich und vielleicht bist du gerade kurz davor, das zu finden, was du hier, an diesem verwunschenen Ort, verloren zu haben glaubst. Also tue ich es einfach. Ich richte meinen Blick auf die junge Frau, die soeben die Küche betreten hat und beim Anblick meines Gesichtes noch breiter grinst, um mir dann jauchzend in die Arme zu fallen. Ich glaub es nicht, du bist es wirklich! Gluckst sie dabei ausgelassen und drückt mich derart überschwänglich an sich, sodass ich kaum noch Luft bekomme. Ihr kennt euch? Fragt Mrs. Stone verwirrt und zieht ihre hübsche Stirn in Falten. Selbstverständlich! Strahlt das Mädchen, lässt von mir ab und sieht mich dann mit ihren großen dunklen Augen glücklich an. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass sich Jackie Boy hier nicht an mich erinnert. Sie hat dunkle, lange Haare und trägt ein schwarzes Kleid, das ihr bis kurz über die Knie reicht. Ich könnte nicht sagen, wie sie heißt, aber ein Gefühl in mir verrät mir, dass ich sie tatsächlich kenne oder ihr zumindest nicht zum ersten Mal in meinem Leben über den Weg laufe. Ach so,
nickt Mrs. Stone, als wäre ihr plötzlich ein Licht aufgegangen. Ihr habt euch auf meiner Hochzeit kennengelernt, natürlich. Die junge Frau übergeht ihre Aussage mit einem suffisanten Augenaufschlag. Nicht direkt, meint sie dabei. Dann richten sich ihre dunklen Kulleraugen wieder auf mich. Sie sind so groß und durchdringend, dass es schwierig ist, sich nicht in ihrer unendlichen Weite zu verlaufen, hineinzufallen wie in schwarze Löcher. Melissa! Strahlt die junge Frau und sieht dabei aus, als hätte sie im Lotto gewonnen. Ich bin Melissa, Jackie Boy. Na, klingelt jetzt was in deinem Oberstübchen? Melissa. Ich versuche angestrengt, ihren Namen mit mehr als nur diesen überwältigenden Gefühlen unter meiner Brust in Verbindung zu bringen. Mit mehr als nur diesen vagen, in Gold gehüllten Gedankenfetzen. Vielleicht sogar durch ihren Namen auf den des Mädchens zu stoßen, das mich in meiner Erinnerung immer noch mit diesen unendlich großen blauen Augen anstarrt. Wie gerne hätte ich sagen können, was dort hinter ihren schwarzen Pupillen aufglomm. An diesem so weit entfernt scheinenden Abend, der vielleicht nichts ist als die Erinnerung an einen unfassbar schönen Traum. Mein Mund steht leicht offen. Ich bringe kein einziges Wort heraus, versuche verzweifelt, die Puzzlestücke in meinem Kopf zusammenzufügen. Doch da ist wieder nur dieser Blitz, das gleißende, grelle Licht und die weite See in Form von zwei schimmernden Augen einer Person, die in diesem Augenblick die gesamte Küche des Little Birds mit Geschichten auszufüllen scheint, ohne dass sie überhaupt anwesend ist und nur stumm lächelnd in Gestalt eines leblosen Bildes an der Wand hin und her baumelt. Tut mir leid wegen der Kaffeetasse, würge ich schließlich hervor. Das ist alles, was ich zustande bringe. Und wenn ich ehrlich bin, ist das auch eher an Mrs. Stone gerichtet, die nun mit Schaufel und Besen damit beschäftigt ist, mein Missgeschick aus 1000 Porzellansplittern zu beseitigen. Stehst wohl etwas neben dir, was? Lacht das Mädchen mit dem Namen Melissa, während Mrs. Stone ein verworrenes »Kein Problem, Mr. Blueberry« murmelt. »Das kann doch jedem mal passieren.« Deinem Blick zu urteilen, bist du gerade auf Planeten. Ich hab keinen Plan gelandet. Aber keine Sorge, ich kann's dir nicht verübeln. Wäre wohl genauso drauf an deiner Stelle. Melissa wirft ihren Kopf in den Nacken und ein lautes, putenhaftes Lachen erklingt. Das Gegacker möchte gar nicht mehr aufhören. Und ich spüre, wie mir eine unangenehme Röte ins Gesicht steigt. Missy, raunt Mrs. Stone unterdessen leicht mürrisch und trägt die Scherben auf ihrer Kehrschaufel zu einem Mülleimer hinüber, um sie dort ordnungsgemäß zu beseitigen. Lass doch den armen Mr. Blueberry in Ruhe, okay? Ich weiß schon, warum du hier bist, aber sie ist nicht zurück. Alles, was es gibt, ist... Ja, was gibt es, Rebecca? Erwidert Melissa ungeduldig. Es ist kaum zu übersehen, dass sie ab dem Moment, da sie mich entdeckte, wohl auf einer wichtigen Mission zu sein scheint, die nicht warten kann, die hier und jetzt und in dieser Sekunde durchgeführt werden sollte. Ein neuer Brief ist angekommen aus Paris. Paris! Die junge Frau in Schwarz nickt gedankenverloren. So. Nun hat sich Madame also unter dem Eiffelturm verkrümmelt. Ist ja wirklich sehr interessant. Sie fängt meinen Blick ein und hält diesen fest, sodass mir eine Gänsehaut über den Rücken läuft. Aber sag mir, Becky, denkst du nicht auch, dass es Schicksal ist, dass ich den Mann ihrer Träume treffe, während sie sich in der Stadt der Liebe aufhält? Das schreit doch geradezu nach einem Plan, findest du nicht auch? Zeig mir den Brief, jetzt sofort, auf der Stelle! Jetzt war ich wirklich verwirrt. Melissa hatte etwas davon gesagt, dass ich der Mann ihrer Träume war, der Träume von Matilda Applepie. Denn die war ja nach Angaben von Mrs. Stone oder Rebecca, wie Missy sie nannte, auf Reisen. Der Mann aus Matildas Träumen jedoch, das müsste doch eigentlich Grandpa sein, oder nicht? Warum sollte ich? Fragt Rebecca unwirsch. Diese Briefe sind nur für mich und Beatrice bestimmt. Das weißt du doch. Sie wollte später vielleicht sowieso noch vorbeikommen. Ach komm schon! Quengelt Melissa mit der Stimme einer 8-Jährigen, die ihre Lieblingssendung nicht ansehen darf. Wenn du nur wüsstest, was ich weiß, würdest du gewiss nicht so reden. Außerdem, es ist ja wohl nicht meine Schuld, dass sie vergessen hat, dass wir uns eigentlich wieder vertragen haben. Wer hätte denn ahnen können, dass sie keine 24 Stunden später abhaut und ich keine Chance mehr dazu habe, sie daran zu erinnern? Glaub mir, Becky, sie will, dass ich diese Briefe auch lese. Sie weiß es nur noch nicht. Mrs. Stone runzelt ihre Stirn. Du redest wirres Zeug, meint sie kopfschüttelnd. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich dir diesen Quatsch abkaufe. Das kann ja echt jeder behaupten. Sie ist gerade nicht gut auf dich zu sprechen, also wirst du die Letzte sein, die ihre Briefe zu Gesicht bekommt. Melissa knirscht wütend mit den Zähnen. Ich sag dir ja bereits, wenn du nur wüsstest, was ich weiß, dann wäre das alles gar kein Problem.
Alles klar, Sherlock, antwortet Rebecca trocken. Ich weiß genug. Zum Beispiel, dass Mr. Blueberry nicht grundlos hier ist. Deshalb solltest du ihn nicht weiter belästigen. Er ist auf der Suche nach jemandem, verstehst du? Nun nehme ich all meinen Mut zusammen, missachte das flatternde Herz unter meiner Brust und sage dann mit krächzender Stimme, ja, ich suche die Besitzerin des Little Birds. Melissa macht große Augen. Wahnsinn, ruft sie jubelnd. Er sucht sie, verdammt, das kann doch nun wirklich kein Zufall mehr sein. Gib mir sofort den Brief. Wir müssen herausfinden, wo genau sie sich gerade aufhält. Oh mein Gott, das ist ja alles so aufregend, ich fass es nicht. Und das alles an diesem zunächst so unspektakulär erscheinenden Samstag. Ich bin hin und weg. Ach, bitte nein, wehre ich dankend ab und kratze dabei verlegen an meinem Dreitagebart. Das ist nun wirklich zu viel des Aufwands. Ich kann auch einfach meine Nummer dalassen und sie rufen mich an, sobald Mathilda Applepie wieder da ist, okay? Nun ist es Melissa, die mehr als verwirrt ihren Mund aufklappt und für einige Sekunden ins Leere starrt, als müsse sie das, was ich soeben gesagt habe, zunächst zu einem sinnvollen Gedankenkonstrukt zusammenbauen. Moment mal, grunzt sie schließlich langsam. Hast du gerade Mathilda Applepie gesagt? Sie sagt es derart verwundert, als hätte ich danach verlangt, einer historischen Person wie beispielsweise Marie Antoinette die Hand zu schütteln. Warum denn um Gottes Willen ausgerechnet Mathilda Applepie? Jetzt verschränkt sie beide Arme vor der Brust und mustert mich argwöhnisch. Er ist also nicht wegen ihr gekommen. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn er sich tatsächlich erinnert. Murmelt sie daraufhin leise und offenkundig nur zu sich selbst. Ich bin im Auftrag von jemandem hier, erwidere ich freundlich und denke dabei an meinen lieben Elfie, dessen Herz, da bin ich mir sicher, gerade Purzelbäume schlagen muss. Als ich ihn heute Morgen anrief, um ihn wissen zu lassen, dass ich auf dem Weg zum Little Birds bin, war er richtig aufgeregt gewesen und trällerte gefühlte 100 Mal ein fröhliches »Such nach der Liebe, Jack« in meine Ohrmuschel. »Oh«, macht Melissa und wirft Rebecca einen verschwörerischen Blick zu. »Ich sehe schon. Wir müssen reden. Ich hoffe, du hast Zeit mitgebracht, Jackie Boy, viel Zeit!« Die Frau in dem schwarzen Kleid reibt sich die Hände, als wäre sie dabei, einen genialen Plan auszuhacken. »Rebecca, ich hoffe, es findet sich noch ein lauschiges Plätzchen für uns, ja?« Sie nickt auffordernd in ihre Richtung. »Melissa«, setzt Mrs. Stone an, »du willst doch jetzt nicht ernsthaft...« Sie stockt. »Was hast du mit dem armen Mr. Blueberry vor?« »Ich bitte dich«, brummt das Mädchen aufgebracht. »Es ist ja nicht so, als wäre ich eine gefährliche Geisteskranke, in deren Hände man niemanden zurücklassen kann.« Sie schüttelt energisch den Kopf. »Keine Sorge, Jackie Boy, folg mir einfach.« Und damit hat sie mich am Ärmel gepackt und zieht mich mit sich hinein in die Wohnstube des Little Birds, wo viele muntere Gäste damit beschäftigt sind, an heißen Schokoladen zu nippen und von köstlichen Kuchenstücken zu naschen. Melissa schleppt mich an einen Platz direkt am Fenster, in einem begrünten Wintergarten, dessen erlesene Blumenauswahl sich süßlich mit dem Duft der zahlreichen Köstlichkeiten vermischt, die um uns unter der Geräuschkulisse von klirrendem Besteck und leiser Jazzmusik verschlungen werden. Als wir die Schwelle des Wintergartens überschritten haben, ist es wie eine Reise in eine andere Welt. Als wären wir durch das Tor zu einem verwunschenen Wald getreten. So dicht liegen hier Kletterpflanzen und exotische Farne beieinander, schmiegen sich Zitronen an Olivenbäume, verströmen Lavendel, Margeriten, Pfingstrosen und Rosmarin ihre zarten Düfte. Und dann ist da natürlich noch dieser wunderschöne weiße Flügel, eingebettet in dieses zauberhafte Sammelsurium aus grünen Blättern und hellen und dunklen Blüten, dessen Tasten bestimmt die wunderbarsten Töne entlockt werden könnten. Allerdings ist das Bedürfnis in mir, Melissas Geschichte zu hören, stärker, als das, mich sofort an seine altehrwürdigen Tasten zu setzen und eine neue Melodie anzustimmen. Eine Melodie, die nach Hoffnung klingen würde, nach Verlangen, aber vor allem nach Liebe. Denn ja, allein durch meine Anwesenheit an diesem Ort kommen mir sofort hunderte Melodien und Texte in den Sinn, die ich eigentlich sofort niedergespielt oder geschrieben hätte, wenn mir nicht durchaus bewusst wäre, dass diese Mission des Herzens, auf die mich Grandpa geschickt hat, gerade wichtiger ist. Eine Mission, die ganz plötzlich auch mein Herz berührt hat. Bei diesem Gedanken sehe ich wieder das Bild des blonden Mädchens vor mir und eine merkwürdige Gänsehaut überzieht meine Arme, als mir einfällt, dass ich diesem scheinbar unbekannten Wesen meine Liebe gestanden habe. Ich liebe dich zu einem leblosen und doch herzzerreißend schönen Foto. Irgendwie habe ich mir den Moment, in dem ich diese drei Worte zum ersten Mal sage, anders vorgestellt.
Gerade möchte ich mich wieder in einer Welt aus Gedanken und Erinnerung verlieren, die eingehüllt ist in einen goldenen Schleier, als Melissa vor mir mit der Zunge schnalzt und wissen möchte, ob ich etwas zu trinken haben möchte, vorausgesetzt natürlich, dass mir die Tasse nicht schon wieder aus den Händen gleitet. Wir sind wohl etwas nervös, was, Jackie Boy? Sie zwinkert mir über den Tisch zu. Warum hast du dich vorhin eigentlich so erschreckt? Quakt sie dann und durchbohrt mich neugierig mit ihrem Blick. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihr die Wahrheit sagen möchte. Schließlich kennen wir uns nicht, jedenfalls nicht hier in dieser Welt. In meinen Gedanken oder Träumen mag sie schon einmal meinen Weg gekreuzt haben. Hast du es vergessen? Fragt Melissa enttäuscht nach, als ich nicht sofort etwas erwidere. Nein, sage ich schließlich und fixiere einen Efeu, der ganz in der Nähe auf einer steinernen Meerjungfrau steht, um damit dem stechenden Ausdruck aus ihren gierigen Pupillen zu entgehen. Es ist mir unangenehm, darüber zu reden. Über das zu sprechen, was ganz offensichtlich in nur wenigen Sekunden meine Sicht auf das Leben und die Liebe dramatisch geändert hat. Nach einem kurzen Seufzen reiße ich mich allerdings zusammen, weil ich denke, dass ich eigentlich nichts zu verlieren habe. Ganz im Gegenteil. Vielleicht, ja, ganz vielleicht bin ich gerade im Inbegriff, eine Truhe zu öffnen, deren Schätze unbezahlbar sind. Deine Stimme, murmle ich also zaghaft. Deine Stimme hat etwas in mir ausgelöst. Melissas Augen sind nun so groß wie Unterteller. Oh, sagt sie gebannt. Erzähl weiter. Ich weiß nicht, ob es nur ein Gefühl war oder doch eine Erinnerung, die plötzlich an mir vorbeizog, wie eine Wolke voller Geschichten, die ich gerne eingefangen hätte. Oh, ein kleiner Poet. Eine Wolke voller Geschichten. Und das war nicht zufälligerweise eine, ganz unter uns, Liebesgeschichte, oder? Sie lächelt breit, doch ich missachte sie, horche tief in mich hinein, um noch einmal alles so gut es geht an die Oberfläche zu bringen. Da warst du, aber auch sie. Dieses Mädchen, das ich in einem Bild in der Küche entdeckt habe. Und dann war da dieses gleißende Licht. Ein Blitz und all diese Gefühle unter meiner Brust, als wäre sie... Weiter komme ich nicht. Hastig muss ich mir mit meinem Ärmel über das Gesicht wischen, denn in meinen Augen glänzen Tränen. Es kommt mir vor, als hätte ich sie gehen lassen. Als wäre sie der Schatz, den ich zurückließ. Ohne überhaupt zu wissen, dass dies der größte Fehler war, den ich jemals begangen hatte. Zu vergessen, dass es sie gibt und dass sie die Frau ist, die ich liebe. Hui, Jackie Boy, ruft Melissa überrascht. Sag mal, du wirst doch etwa nicht in Tränen ausbrechen, oder? Sie tätschelt nervös meine zittrigen Finger, die auf dem Tisch liegen, und winkt dann energisch Mrs. Stone zu uns. Bring uns mal bitte schnell 2 dicke Schokoladentortenstücke und 2 Café au lait. Und zwar zackig, hier kommt gerade was hoch. Rebecca nickt nur verwirrt, als sie meine geröteten Augen wahrnimmt, und eilt dann gehorsam in die Küche. Ehe ich mich versehe, hat sich Melissa meine Hände gepackt und starrt mich aufgeregt an. Oh mein Gott, seufzt sie. Dick, du weißt gar nicht, wie aufregend das gerade alles für mich ist. Ich möchte mich ihrer Berührung entziehen, doch sie hält mich hartnäckig fest. Ich hab dir etwas zu sagen, Jack, und du wirst mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr derselbe danach sein. Es ist ebenso unfassbar, wie es magisch ist, aber vor allem ein Wunder. Ich nicke langsam. Das muss es sein, flüstere ich und ringe nach Luft. Meine Stimme ist zittrig, wirklich. Ich bin nicht der Typ zum Weinen, erst recht nicht in der Öffentlichkeit, aber das alles hier überwältigt mich gerade dermaßen, dass ich mich nur mit Schwierigkeiten zusammenreißen kann und mit bangem Herzen auf Erlösung hoffe. Auf Antworten, die mich, ja, vielleicht sogar der schönen Unbekannten, dem Mädchen in Gold gehüllt, dem Mädchen mit den Augen aus Meereswellen, näher bringen können. Ah! Melissa klatscht begeistert in die Hände, als Mrs. Stone unvermittelt neben uns steht und uns 2 Stück Torte und Kaffee serviert. Besorgt mustert mich Rebecca von der Seite her und wirft dann meinem Gegenüber einen misstrauischen Blick zu. Was machst du mit ihm? Hast du es ihm etwa schon gesagt? Hast du ihm gesagt, dass Mathilda, dass sie bereits seit 2 Jahren... Doch weiter kommt sie nicht, denn Melissa hat gebieterisch ihre Hand erhoben und schreitet mit einem energischen Kopfschütteln ein. Willst du wohl still sein, Rebecca? Du wirst das nicht glauben, aber hier geht es gerade um so viel mehr als nur Lolas Großmutter. Ein Pfeil durchsticht mich, als ich ihren Namen vernehme. Er bohrt sich tief in mein Herz und hat ihre Initialen auf seiner gusseisernen Oberfläche. Lola, ihr Name ist... Lola, wispere ich,
mehr zu mir selbst und fühle, wie sich noch mehr Tränen in meinen Augenwinkeln gesammelt haben. »Was geschieht hier?« keucht Mrs. Stone, die es verständlicherweise für unbegreiflich hält, dass ich gerade immer mehr den Eindruck mache, ich könnte jeden Moment mit Heulkrämpfen vom Stuhl fallen. Das Absurdeste ist eigentlich, dass ich gar nicht sagen kann, ob ich nun traurig bin oder vielleicht doch glücklich. Überwältigt davon, dass ich jetzt endlich ihren Namen kenne, dass das Gesicht, ihre blauen Augen, dass all das endlich einen Namen bekommen hat. Lola, ich hauche es nur, so leise, dass ausschließlich ich es hören kann, und doch so eindringlich, als könnte ich allein dadurch bewirken, dass sie mit einem sanften Lächeln durch die Tür schwebt und mich dann in eine innige Umarmung schließt. Meine Gedanken und Gefühle schlagen Purzelbäume. Alles, was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass ich mich mit aller Kraft an jene Gedankenfetzen hänge, die wie Glühwürmchen in meinem Kopf aufglimmen und mir eine Geschichte zuflüstern, von der ich denke, dass ich sie schon einmal erlebt haben muss. Ich klammere mich an Lolas Blick, dem wunderbaren Gefühl ihrer Anwesenheit und den goldenen Schimmer, der sie dort oben in meinen Gedanken einhüllt, als wäre sie eine Göttin, in deren Licht ich mich einmal baden durfte. Ach, Rebecca, wie wäre es, wenn du weiterarbeiten gehen würdest? Ich könnte dir jetzt erklären, was hier gerade geschieht, aber auf die Schnelle, nein, könntest du es doch nicht verstehen, seufzt Melissa mit ernster Miene. Und das meine ich überhaupt nicht böse, Becky. Selbst ich bin drauf und dran, an meinem Verstand zu zweifeln. Ich meine, allein die Tatsache, dass ich in dieser Sekunde Jack Blueberry gegenüber sitze. Ja, das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen wohl nicht ausmalen können. Mrs. Stone rümpft nur etwas verärgert ihre Nase, nickt dann aber und dreht sich auf dem Absatz um, sodass Melissa und ich keine Sekunde später wieder allein sind. Natürlich sind da noch die schmatzenden und tratschenden Gäste um uns herum, aber das hat keine Bedeutung. Ich sehe in diesem Moment nur Melissa, die mit einem breiten Grinsen damit anfängt, ihren Schokokuchen auseinanderzunehmen. »Ich habe natürlich gelogen«, sagt sie schließlich. »Ich habe immer gewusst, dass wir eines Tages hier sitzen würden. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass es allerdings so bald sein würde. Nun, das war durchaus für eine kleine Überraschung gut.« Sie wirft einen auffordernden Blick auf meinen Kuchen. »Jetzt iss schon. Du wirst etwas Nervennahrung brauchen für das, was ich dir zu erzählen habe.« Ich gehorche stumm und beginne damit, mir ein Stück Torte nach dem anderen in den Mund zu schieben, in der Hoffnung, das würde Melissa dazu bewegen, endlich anzufangen zu erzählen. Mein Herz klopft mir bis zum Hals. Ich fühle mich seltsam beschwingt und zur selben Zeit etwas traurig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hören will, was nun zweifelsohne gleich über Melissas Lippen fließen wird. Aber was ich weiß, ist, dass ich es hören muss. Daran führt kein Weg vorbei. Denn ja, in diesem Augenblick ist es mir klarer als jemals zuvor. Elfies Liebesgeschichte wurde, ohne dass ich es gemerkt habe, zu einem großen Teil auch meine Liebesgeschichte. »Die Hochzeit!« platzt es endlich aus Melissa heraus. »Ja, ich denke, es ist vernünftig, wenn wir dort beginnen. Rebeccas Hochzeit!« »Mrs. Stones Hochzeit?« erwidere ich überrascht und erinnere mich an diesen Tag als einen makellos blauen Nachmittag mit viel Sonnenschein und einer pompösen Hochzeitsfeier zu Füßen der ehrwürdigen Villa Victoria Blue in Surrey. Wenn ich nun genauer darüber nachdenke, wird mir klar, ich könnte in allen Einzelheiten aufzählen, was ich am Morgen getan habe, aber je später die Stunde, umso verworrener, umso verschwommener wird meine Erinnerung an das, was an diesem Tag alles geschehen ist. »Genau«, antwortet Missy. »Weißt du, die Sache ist die. Ich könnte auch schon früher beginnen, weil dieser Tag genau genommen nicht der erste Tag war, an dem ihr euch begegnet seid. Darauf komme ich aber später nochmal zurück. Da es mein Wunsch war, dass ihr euch begegnet, da es kein Zufall war, werde ich jetzt einfach mit der Hochzeit beginnen.« »Ihr euch begegnet seid?« murmle ich überrascht. »Willst du damit etwa sagen, Rulla und ich, wir kennen uns?« »Aha, kennen wäre wohl leicht untertrieben«, flötet Melissa. »Ihr seid füreinander bestimmt, das ist doch wohl so klar wie Kloßbrühe.« Mit verträumtem Glanz in den Augen fährt sie fort. »Aber glaub mir, es wird noch richtig verrückt.« »Ich höre zu«, entgegne ich rasch und überlege kurz, ob ich sie davon unterrichten sollte, dass verrückt im Leben des Jack Blueberry schon die Tatsache übertreffen müsste, dass ich einzig und allein aufgrund von magischen Cupcakes ein gefeierter Superstar bin. »Also, wo war ich stehen geblieben?«, fährt Melissa lächelnd fort. »Ach ja, es war mein Wunsch, dass ihr euch am Abend der Hochzeit begegnet seid. Vielleicht denkst du jetzt, schön, dann hat sie eben beide Daumen gedrückt und ein Stoßgebet zum Himmel geschickt und darauf gehofft, dass das Universum dementsprechend reagieren würde. Aber das ist alles doch etwas komplizierter.«
Obwohl, komplizierter vielleicht nicht, denn schließlich habe ich lediglich in ein Gebäck gebissen. Aber verrückter, ja, verrückter ist es auf jeden Fall. Und glaubt mir, mir ist durchaus bewusst, wie merkwürdig das alles klingen mag. Schließlich erinnerst du dich ja an nichts. Ich horche auf. Das klingt verdächtig nach den Fairy Cupcakes. Und wenn ich recht darüber nachdenke, würde in diesem Fall tatsächlich alles einen Sinn ergeben. Die Tatsache, dass mir alles so bekannt vorkommt und doch nicht. Sollte Melissa tatsächlich einen Zugang zu dem magischen Rezept haben? Ein modernes Märchen! Sie lacht nervös auf. Blöd nur, dass ich zu einem gewissen Teil die Rolle des Bösewichts eingenommen habe. Melissa verdreht ihre Augen. Es ist wirklich alles so unglaublich tragisch, seufzt sie dramatisch. Ich habe es nur gut gemeint, wirklich nur gut gemeint und trotzdem hatten wir diesen furchtbaren Streit. Ich verstehe natürlich nur Bahnhof, lege den Kopf schief und blinzle verwirrt. Melissa, könntest du bitte ein bisschen mehr ins Detail gehen? Schließlich höre ich das heute zum ersten Mal, sage ich freundlich. Das Mädchen schiebt sich schnell eine Gabel Kuchen in den Mund und erwidert dann halb kauend. Okay, Jackie Boy, aber ich warne dich. Wenn du wirklich alles verstehen willst, muss ich dich in ein Geheimnis einweihen, ja? In ein magisches Geheimnis. Ich halte die Luft an, weil ich mir sehr gut denken kann, was jetzt kommt. Lola hat von ihrer Großmutter ein Rezept vererbt bekommen. Es handelt sich um magische Cupcakes, die dir nach Verzehr jeden Wunsch erfüllen. Leider mit unliebsamen Nebenwirkungen. Und diese sind auch der Grund dafür, warum wir uns heute gegenübersetzen und nur ich diejenige bin, welche die ganze Geschichte kennt. Sie hält inne, mustert mich aufmerksam. Wahrscheinlich sucht sie nach einem Anzeichen von Entsetzen oder wenigstens Verwunderung oder Unverständnis in meinen Augen. Was sie natürlich nicht findet, egal wie sehr sie sich anstrengt. Nanu, luchst sie schließlich. Du siehst ja gar nicht aus, als würdest du es in Erwägung ziehen, mich in die Klapse einzuweisen. Ich überlege kurz, ob ich ihr meinen Teil der Geschichte erzählen sollte, entscheide mich dann jedoch dagegen. Was bringt es denn, wenn sie weiß, dass der Fluch der Fairy Cupcakes ein ständiger Begleiter in meinem Leben ist? Nein, schon gut, sage ich. Ich glaube dir. Misstrauisch zieht Melissa ihre Augenbrauen zusammen. Okay, meint sie schließlich gedehnt. Dann erzähle ich mal weiter. Ich nicke ihr zustimmend zu und nehme einen Schluck von meinem Kaffee, um ihren argwöhnischen Augen auszuweichen. Also, wo war ich? Melissa schiebt sich eine schwarze Strähne hinters Ohr. Lola und ich haben uns fürchterlich in die Haare gekriegt. Der Grund dafür war, dass ich Becky mit Hilfe der magischen Cupcakes ein überdimensionales Riechorgan verpasst hatte. Ich wollte ihr die Hochzeit versauen, weil sie schließlich diejenige war, die Lola ihren Ex-Freund ausgespannt hat. Ich dachte, ich würde Lola damit einen Gefallen tun, aber die ganze Aktion ging total nach hinten los. Okay, ich gebe ja zu, ich habe das Fairy Cupcake-Rezept gestohlen und es geheim gehalten. Aber ich wollte Lola eben überraschen. Und dann wäre da noch die Tatsache, dass ich bei ihrer Nachbarin eingebrochen bin, um mir den zweiten Teil unter den Nagel zu reißen. Letzteres war übrigens allein deine Schuld, aber dazu später. Also gingen wir im Streit auseinander, Lola und ich. Ich verließ die Hochzeit und fuhr wütend nach Hause. Dort angekommen hatte ich mich wieder einigermaßen beruhigt. Ich war furchtbar traurig, weil ich nicht wusste, wie es mit meiner besten Freundin und mir weitergehen würde. So schlimm hatten wir uns noch nie gestritten. Es war einfach nur entsetzlich. Dann erinnerte ich mich daran, dass ich ja noch einen Cupcake übrig hatte und schmiedete einen neuen Plan. Einen, ja, Versöhnungsplan. Ich würde mir wünschen, dass ihr euch treffen würdet. Sie macht eine kurze Kunstpause und fährt dann lächelnd fort. Einige Wochen zuvor, Jack, hattest du ihr nämlich, ohne es zu wissen, das Herz gebrochen. Sie hat selbst einen Cupcake gegessen und sich ihren Traumprinzen gewünscht. Ihr hattet eine legendäre Nacht. Einziges Problem, am nächsten Tag warst du unauffindbar. Einfach weg, wie vom Erdboden verschluckt. Alle Versuche, dich wiederzufinden, sind kläglich gescheitert. Und hier wären wir wieder bei meinem Einbruch, den ich vorher erwähnt habe. Das Rezept von Lola ist nämlich in zwei Hälften geteilt. Und auf der zweiten erfuhren wir nun endlich, dass du sie höchstwahrscheinlich nicht einfach sitzen gelassen hast, sondern dass dein plötzliches Verschwinden auf die Magie der Fairy Cupcakes zurückzuführen ist. Und als ich zu Hause Rotz und Wasser heulte und dachte, dass ich meine beste Freundin wohl für immer verloren hatte, kam mir eine Idee. Meine einzige Chance, mich wieder mit ihr zu versöhnen, würde darin bestehen, dass ich euch wieder zueinander brachte, dass ich den letzten Cupcake, der in meinem Kühlschrank auf mich wartete, für eure Liebe opferte. Also tat ich es. Ich aß den Cupcake und wünschte mir, dass ihr euch auf Rebeccas Hochzeit begegnen würdet. Mir war natürlich durchaus bewusst, dass ich am nächsten Tag die einzige sein würde, die sich an euer Zusammentreffen erinnern würde. Aber ich hatte einen genialen Plan geschmiedet, der mit Sicherheit aufgegangen wäre, hätte Lola am nächsten Tag nicht fluchtartig das Land verlassen. Melissa seufzt schwermütig. Aber ich sagte ja schon, es ist alles fürchterlich dramatisch.
Ich sehe sie durch meine geröteten Augen traurig an. Wie ist es weitergegangen? Frage ich leise. Nachdem ich den Fairy Cupcake gegessen hatte, fuhr ich zum Little Birds und wartete dort auf euch. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass ihr hierher kommen würdet. Und ich sollte recht behalten. Nachdem ich einige Stunden gewartet hatte, knarrte endlich das Gartentor. Und da warst du und sie und ihr saht so glücklich aus, dass ich nicht anders konnte, als loszuheulen und euch beiden in die Arme zu fallen, als wäret ihr von den Toten auferstanden. Lola, sagte ich, ich weiß, dass du dich morgen nicht mehr daran erinnern wirst, aber ich sag dir, Mäuschen, es tut mir alles unendlich leid. Alles, was ich getan, alles, was ich gemacht habe. Mein Verhalten war unverantwortlich. Bitte verzeih mir, Mäuschen, ja? Tust du das? Ich erklärte ihr, was ich getan hatte, dass es kein Zufall war, dass sie nun mit dir hier eingetroffen war. Ich bat sie darum, nicht sauer zu sein, dass ich eurem Glück auf die Sprünge geholfen hatte und dass ihr euch im schlimmsten Fall danach wieder aus den Augen verlieren könntet. Aber ich habe einen Plan, Lola, meinte ich. Einen wasserdichten Plan. Und dann stellte ich euch nebeneinander und... Hier hört Melissa auf zu erzählen. Ich bin dermaßen angespannt, dass es mich fast zerreißt, als sie nicht weiterredet. Bitte, sage ich eindringlich. Bitte hör nicht auf. Bitte sag mir, wie es weitergeht. Sie lächelt besänftigend. Keine Sorge, ich habe etwas viel Besseres. Ich zeige es dir einfach. Und damit hat sie ein quadratisches Polaroid-Foto hervorgezaubert und schiebt es mit einem melancholischen Ausdruck in den Augen über den Tisch. Hast du vorhin nicht etwas von einem gellenden Licht erzählt, an das du dich erinnerst? Ich vermute mal, das war der Blitz meiner Polaroid-Kamera. Mir bleibt fast das Herz stehen, denn das Motiv zeigt niemand Geringeren als mich selbst und Lola. Ihre blauen Augen leuchten, während ich sie mit einem nicht minder glücklichen Gesichtsausdruck in den Armen halte. Eine seltsame Gänsehaut kriecht mir über den Rücken und dann kann ich es nicht mehr zurückhalten. Eine einzelne Träne läuft über meine Wange, weil es unglaublich wehtut zu wissen, dass ich sie einmal in den Armen hielt und es vergessen habe. Denn solche Momente sind für die Ewigkeit. Sie sollten nie vergessen werden. Wir sollten sie einfangen und dann für immer in unseren Herzen, in unseren Gedanken, in unserer Seele aufbewahren, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder hervorzukramen, um ihre makellose Schönheit zu bewundern. Melissa nimmt mitfühlend meine Hand. Es tut mir unendlich leid, dass es so gelaufen ist, wie es niemals hätte kommen dürfen, wispert sie und dreht das Foto um. Das war der Plan, sagt sie und zeigt auf die Zahlen und Buchstaben, die ganz eindeutig von mir dort hinten verewigt wurden. Deine Telefonnummer. Ich hatte Lola schon zu einem früheren Zeitpunkt dazu angehalten, dass diese das Wichtigste war, dass sie sie immer notieren sollte. Aber unsere Lola kann manchmal ein ganz schönes Schusselchen sein. Deshalb habe ich das vorsorglich erledigt. Ich hatte vor, am nächsten Morgen zurückzukommen und ihr das Foto mitsamt deiner Telefonnummer zu überreichen. Zum einen hoffte ich, dass es dadurch ein leichtes sein würde, uns noch einmal zu versöhnen. Und zum anderen wollte ich ihr damit natürlich zeigen, wie wichtig mir ihr Herz ist und die Gefühle, die sie für dich hat. Aber als ich hier ankam, traf ich nichts weiter an als ein leeres Little Birds und einen Abschiedsbrief, der verriet, dass sie auf unbestimmte Zeit verreist war, um sich, ich zitiere, wieder selbst finden zu können. Melissa schüttelt traurig den Kopf. Seitdem bin ich fast jeden Tag hier, um zu sehen, ob sie wieder zurück ist. Das Bild steht an meiner Seite, damit ich ihr dieses sofort überreichen kann. Wir müssen sie finden, sprudelt es aus mir heraus, ohne dass ich es zurückhalten kann. Melissas Augen leuchten. Ja, seufzt sie. Das müssen wir. Ich werde gleich mit Rebecca sprechen und ihr die Umstände erklären. Vielleicht kommen wir so endlich an Lolas Briefe und können mit ihrer Hilfe herausfinden, wo genau in Paris sie sich in diesem Moment aufhält. Da wäre aber noch eine Sache, die ich dir noch sagen möchte. Bestimmt wunderst du dich, dass ich dich nicht schon längst selbst angerufen habe. Denn das hätte ich ja natürlich tun können. Ich hätte dich kontaktieren können und dir all das erzählen, was ich gerade scheinbar durch einen Zufall begünstigt getan habe. Aber ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut. Ich dachte, dass es mehr kaputt machen würde, als helfen, wenn urplötzlich ein wildfremdes Mädchen bei dir anruft und dir diese seltsame Geschichte auftischt. Vielleicht hättest du sogar noch deine Telefonnummer geändert oder sowas. Mit liebeskranken Stalkerinnen hast du wahrscheinlich ständig zu tun. Ich musste es auf jeden Fall vermeiden, für verrückt erklärt zu werden und somit viel zu früh deine Aufmerksamkeit zu verlieren. Es ist alles okay, erwidere ich mit einem aufrichtigen Lächeln. Ich halte dich nicht für verrückt. Ganz im Gegenteil. Ich danke dir, dass du das für Lola und mich getan hast. Aber hilfst du mir, sie zu finden? Denn jetzt, wo ich den Ursprung dieser Gefühle unter meiner Brust kenne, wie sage ich das am besten? Ich halte kurz inne, um nachzudenken. Ich kann kaum noch stillsitzen, wirklich, ich muss sie finden. Und das werden wir auch, Jack, entgegnet Melissa zuversichtlich. Ich knöpfe mir Rebecca vor und überzeuge sie davon, dass wir die Einzigen sind, die Lolas Briefe gerade benötigen. Sie fährt sich durch ihre schwarzen Haare. Aber da wäre doch noch etwas,
murmelt sie daraufhin und plötzlich ist ihr Gesicht nicht mehr so fröhlich, sondern bekommt einen ernsten, ja fast bekümmerten Ausdruck. Du bist eigentlich wegen Mathilda hier, nicht wahr? Ich nicke eifrig. Genau, denn wie es der Zufall so will, ist Mathilda die große Liebe meines Großvaters Alfie, erwidere ich. Melissa nickt langsam. Du kommst leider 2 Jahre zu spät. Mathilda ist bei einem schlimmen Autounfall ums Leben gekommen. Es trifft mich tiefer und schmerzhafter, als ich es erwartet hätte. Nein, flüstere ich kraftlos. Das ist ja furchtbar. Ich senke den Blick und denke an Alfie und die Tatsache, dass ich ihm genau diese Botschaft überbringen muss. Und allein bei diesem Gedanken schnürt sich mir die Kehle zu. Das ist doch nicht gerecht. Ich bin dabei, die Liebe meines Lebens wiederzufinden und er hat sie für immer verloren. Aber vielleicht kann ich dir ja damit weiterhelfen. Bei unserer Aussprache hat mir Lola noch etwas anderes anvertraut. Sie erzählte mir, dass ihre Nachbarin Betty McDouble, dass diese einmal ein sehr enges Verhältnis zu Mathilda hatte. Sie waren beste Freundinnen. Manchmal hilft es Menschen, ihr Abschied zu nehmen, wenn sie sich mit Menschen unterhalten können, die diesen auch einmal sehr nahe standen. McDouble? Frage ich matt. Kennst du sie etwa? Erwidert Melissa überrascht. Sie ist mir vorhin auf der Straße begegnet, murmle ich, auch wenn mir die Begegnung mit ihr nicht gerade im positiven Gedächtnis geblieben ist, denn sie erschien mir als eine durchweg unangenehme Person, habe ich unvermittelt eine Idee. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich ihr einen Besuch abstatte. Vielleicht ist sie sogar bereit, sich mit meinem Großvater zu treffen. Es könnte ihm durchaus helfen, leichter Abschied nehmen zu können. Und ich liebe meinen Grandpa so sehr, dass ich nichts unversucht lassen werde, um ihm diese tragische Nachricht auf die sanfteste Art und Weise beizubringen. Ich sollte auf jeden Fall einen Joker im Ärmel haben. Sehr schön! Melissa springt auf. Dann bequatsche ich jetzt Rebecca wegen der Briefe und du stattest Betty McDouble einen Besuch ab, okay? Danach können wir uns wieder vor dem Little Birds treffen und alles weitere besprechen, ja? Sie nimmt das Foto vom Tisch und reicht es mir. Und das gehört jetzt natürlich dir. Sie grinst von einem Ohr zum anderen, als sie das Glitzern in meinen Augen wahrnimmt, als meine Fingerspitzen die glatte Oberfläche des Fotos berühren. Ich nehme es dankend entgegen und verstaue es sorgfältig in meinem Geldbeutel. Keine 10 Pferde können mich dazu bewegen, es dort wieder zu entfernen. Es bleibt im Schutz des nussbraunen Leders, an einem Ort, den ich immer bei mir trage, damit ich es an verregneten Tagen hervorziehen kann und sofort ein sanftes Lächeln auf meinen Lippen liegt. Meinst du, ich könnte ein Stück Kokostorte mit hinübernehmen? Frage ich dabei geistesabwesend, denn ich denke an die Worte, die McDouble in meine Richtung schnatterte, bevor sie mit ihrer Hündin davonstöckelte. Und wenn Sie Mitleid haben, bringen Sie mir danach ein Stück Kokostorte vorbei, ja? Das waren sie. Und für einen kurzen Moment denke ich sogar, dass McDouble bereits damit rechnet, dass ich zu ihr komme, von ihr angezogen werde wie ein Insekt vom Licht. Zu McDouble? Gluckst Melissa erstaunt und zieht ihre Augenbrauen nach oben. Ich nicke zustimmend. Genau. Natürlich. Ich frage jetzt aber lieber nicht, woher du weißt, dass sie total auf Kokos steht. Ich grinse. Sie hat es mir vorhin selbst gesagt. Na gut. Melissa zuckt mit den Schultern. Becky wird es dir sicherlich bereitwillig überlassen. Und damit sind wir auf dem Weg zur Küche, wo wir Rebecca begegnen, die gerade einige duftende Schokomuffins aus dem Backofen holt. Ich organisiere mir das Stück Kokostorte für Betty McDouble und lasse die beiden Damen dann in den guten Glauben zurück, dass Melissa Erfolg haben wird und Mrs. Stone von unserem zugegebenermaßen verrückten Vorhaben überzeugen kann. Ich trete ins Freie und möchte gerade das Little Birds hinter mir lassen, als mir eine bekannte Person entgegenkommt, die plötzlich und mindestens genauso überraschend vor mir auftaucht wie die gute Fee in so manchen Märchen. Nanu, lächle ich und bleibe überrascht stehen. Mr. Blueberry, Miss Bottom nickt mir freundlich zu. Hat es Sie auch aufs Land verschlagen? Ich nicke nur. Sie sind heute gar nicht im Butterbees Cupcakes? Man sollte es kaum glauben, aber selbst ich habe mal frei. Sie lacht ausgelassen. Meine Vertretung kümmert sich derzeit um alles. Tatsächlich bin ich in letzter Zeit sehr oft hier. Das Little Birds ist ein wundersamer Ort zur Entspannung, nicht wahr? Bei dem guten Kuchen, entgegne ich, kann ich dem nur zustimmen. Miss Bottom lächelt und holt dann tief Luft, als wollte sie etwas weiter ausholen, entscheidet sich dann jedoch dagegen und blickt stattdessen interessiert auf das große Stück Torte in meiner Hand. Oh, wie ich sehe, sind Sie auf einer Mission. Ich lache auf. Ja, so könnte man sagen.
Dann will ich Sie mal nicht weiter aufhalten, Mr. Blueberry. Betty McDouble wartet nicht gerne. Moment mal, sage ich. Woher wissen Sie denn, dass ich... Sie unterbricht mich, indem sie besänftigend eine Hand in die Luft wirft. Nun, warum sollten Sie sonst ein gigantisches Stück Kokostorte durch die Gegend balancieren? Natürlich könnte es auch für jemand anderes sein, aber keiner liebt Kokos so sehr wie Betty, das weiß hier jeder. Und wäre das Stück Kuchen für Sie selbst, hätten Sie es entweder im Little Birds verzehrt oder es wäre anständig eingepackt. Ich bin zwar nicht Sherlock Holmes, aber so viel verstehe auch ich. Es bleibt eigentlich nur noch eine Erklärung. Sie bringen dieses saftige Stück Torte jemandem. Dass ich mit Betty voll ins Schwarze getroffen habe, ist, nun ja, Zufall. Gut kombiniert. Ich pfeife anerkennend und Miss Bottom nickt mir freundlich zu, bevor sie lächelnd Richtung Little Birds weiterläuft und mir ein letztes... Viel Glück, das können Sie bei Mrs. McDouble wirklich brauchen, Mr. Blueberry, zuruft. Für einige Sekunden bleibe ich noch stehen und frage mich nervös, ob in ihrer Stimme tatsächlich ein Hauch von Unheil mitschwang.